Da sieht man jetzt im Hintergrund leider nicht so gut, aber das ist das Rote Meer und ich wollte, jetzt kann ich die Geschichte erzählen, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Waren wir hier mit dem Charlie, der ist mit den Lechners dem Porsche Supercup Dakar oder Porsche Cup Middle East, um die Strecke kennenzulernen vor 2 Jahren. Dann habe ich zu ihm gesagt, zum Frühstück, jetzt nehmen wir uns ein Brot mit und gehen ans Meer und schmeißen das Brot ins Wasser. Weil hier das Meer so wunderschön ist, es war wie im Aquarium, gell? Und dann war es so cool, dann haben wir so 15, 20 cm Mini-Haifisch gesehen, die da hergeschwommen sind. Das sieht es, glaube ich, wie die anders schwimmen, aber so viele Fische, die man da sofort innerhalb dieser paar Quadratmeter sieht, die du da inne hast, vom Strand aus gesehen. Wirklich beeindruckend. Ja. Und leider sieht man die Strecke, integriert das Meer leider nicht, obwohl wir daneben fahren, visual, also auch die Kameraperspektiven zeigen es mir zu wenig. Aber das ist schon sehr, sehr lässig, da muss ich sagen. Wunderschön. Aber Alexander, du weißt schon, dass dort ein Schild hängt, dass man die Haie nicht füttern soll. Nein, ich spreche nicht Arabisch. Das ist unmissverständlich. Auch so, dass es du verstehen hättest können, hängt es dort. Das hast du jetzt kontrolliert, das Schild. Na, das hat nämlich wirklich ein lieber Kollege heute gepostet. Ah, wirklich? Christian. Ja, das war vor 2 Jahren. Vielleicht haben sie es wegen Charlie und mir aufgehängt. Deswegen weiß ich es. Schauen wir mal. Ich kann dir das kurz sagen. Haben wir jetzt den großen weißen Hai angefüttert. Da. Ah ja. Please don't feed the sharks. Das steht jetzt da. Können wir ganz kurz auf die Kabinenkamera umswitchen, dann kann ich Ihnen das auch zeigen. Schauen wir mal. Da. Sehen Sie das? Ja, da ist es. Wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil, Familie Wurz. Ja, aber wie ist das Zeichen? Nein, das wusste ich natürlich nicht. Wahrscheinlich haben sie es jetzt wegen uns aufgehängt, weil wir da den großen weißen Haifisch angefüttert haben. Das ist eine super Geschichte, habe ich jetzt erzählt. Sagt eigentlich gar nichts mehr. Ja, ja, so ist es. Wurscht. Nein, wurscht haben wir keine gefüttert. Dreiviertel Minute noch, dann geht's los.